Folter, das ist nun wahrhaftig nichts Neues auf diesem Planeten. Man kann schon sehr viel darüber nachlesen in der Literatur der Antike. Was im Mittelalter später geschah, das wissen wir ja eh, das muss ich nicht noch einmal ansprechen. Aber man hielt in weiten Teilen der Gesellschaften das Thema für erledigt, nachdem in den europäischen Ländern nach und nach im 18., vor allen Dingen aber im 19. Jahrhundert, die Folter abgeschafft wurde. Sie kam dann in massenhafter Erscheinung zurück in den Wirren des 20. Jahrhunderts, im portugiesischen, spanischen, italienischen Faschismus, im deutschen Nationalsozialismus, im sowjetischen Stalinismus und. Wurde aber nicht mehr wirklich Gegenstand der öffentlichen Erörterung. Das änderte sich schlagartig Anfang der 70er Jahre, als die schon damals größte Menschenrechtsorganisation der Welt, nämlich Amnesty International, zum allerersten Mal eine wissenschaftliche Untersuchung über die Häufigkeit der Folter überall auf der Welt vorlegte. In Buchform, der Bericht über die Folter, wurde sogar ein Bestseller. Die Gesellschaft war irritiert. Große Folgen hatte es zunächst nicht. Teile dieser Berichte wurden angezweifelt. Man hielt es für Propaganda gegen Teile der Welt. Vor allen Dingen aber führt es nicht dazu, dass in den staatlichen Gesundheitssystemen irgendjemand sich den Kopf darüber zerbrochen hatte. Das Phänomen übrigens kannte man schon aus Kriegen. Wenn ein Veteran aus einem Krieg irgendwo auf der Welt zurückkehrt und hat nur noch ein Bein, dann ist das eine sichtbare Kriegsverletzung. Und in den meisten Staaten der Welt muss sich dann auch jemand um ihn kümmern. Wenn er aber, ich drücke es mal bewusst altmodisch aus, eine seelische Verletzung mit nach Hause bringt, wird die gerne weggewischt. Kann es nicht gegeben haben. Das können Sie heute noch erleben. In manchen Staaten, die häufiger Krieg führen, wie in den USA, bricht nach jedem Krieg wieder die Debatte los, welche Ansprüche an das Gesundheitssystem die psychisch Verletzten, zu Deutsch die traumatisierten Soldatinnen und Soldaten, denn nun eigentlich wirklich haben und wie krank sie wirklich sind. Das hat ökonomische Gründe. Man will halt weniger Geld ausgeben. In anderen Ländern, so auch in Deutschland, war das Thema der psychischen Verletzung von Menschen durch exzessive menschliche Gewalt auch immer mal wieder umstritten, aber aus völlig anderen Gründen. In Deutschland der 70er und 80er Jahre waren zum Beispiel viele politisch Verfolgte aus dem NATO-Partnerland Türkei. Um nur ein Beispiel zu nennen, man könnte viele Beispiele nennen. Mehrheitlich übrigens Kurden. Fast alle von ihnen Folteropfer. Das war für Deutschland ein Problem, denn die Türkei war ein NATO-Partner, der wichtigste im Osten. Und in Asylverfahren vor deutschen Gerichten äußerte sich das Auswärtige Amt immer ablehnend zu Informationen, dass in der Türkei gefoltert werden würde. Es wurde geleugnet. Wenn jetzt ein staatliches Gesundheitssystem einem Folteropfer eine psychologische oder psychiatrische Betreuung finanziert, dann erkennt dieser Staat ja an, dass dieser Mensch gefoltert wurde. Und jetzt haben wir ein Problem. Denn wo es ein Folteropfer gibt, gibt es auch einen Folterer. Das wollte die damalige Bundesrepublik in Bezug auf manche Länder nicht zugeben. Auf andere schon, aber die suchte sie sich selektiv aus. Mit einem Wort, mit dem deutschen Gesundheitssystem war in Bezug auf Folteropfer unter den Flüchtlingen nicht viel Staat zu machen. Es ist ein Charakteristikum der Zivilgesellschaft, dass sie überall dort auftaucht, wo ein Staat absichtlich oder aus Unfähigkeit eine Lücke schafft, eine Lücke hinterlässt oder auch mal zum Jagen getragen werden muss oder von etwas abgehalten werden muss, was dem Menschen schadet. Hier hatten wir es mit einer Versorgungslücke zu tun. Und so entstand kurz
nach dieser ersten weltweiten Untersuchung der Häufigkeit von Folter auf der Welt, der Häufigkeit systematischer Folter, das Bedürfnis, diesen Menschen zu helfen, das muss ja sein, mit der Fragestellung, ja wie? Wie eigentlich? Und der Feststellung, der Staat macht nichts. Ja, dann müssen wir das machen. Das ist die klassische Haltung der Zivilgesellschaft. Ende der 70er Jahre, die Ärztin Inge Chenefke zusammen mit drei anderen Ärztinnen, die alle vier hatten was gemeinsam. Sie waren bei Amnesty International, haben das allererste Projekt für die psychologische und psychiatrische Behandlung von traumatisierten, gewalttraumatisierten, foltertraumatisierten Menschen geschaffen in Kopenhagen. Und sie hatten so viel Erfolg damit, so viel Behandlungserfolg, dass mit Hilfe von Amnesty International in immer mehr und mehr und mehr und mehr Städten der Welt solche Behandlungszentren als Bürgerinitiativen entstanden. Man musste erstmal lernen, wie man solchen Menschen hilft. Man musste Therapien entwickeln. Man musste sich oft gegen die alteingesessenen Haltungen in Psychologie und Psychiatrie auch wehren, die aus den besagten, vorhin zitierten ökonomischen oder politischen Gründen lieber die Finger davon lassen wollten. Und man musste gleichzeitig natürlich nicht nur diese medizinische Entwicklung in Gang bringen, man musste diese Behandlungszentren ja auch irgendwie am Leben erhalten. Sie mussten finanziert werden durch Spenden. Spenden aus der Bevölkerung, auch wieder typisch Zivilgesellschaft. Manchmal Unterstützungszahlungen von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International. Und das Jahr um Jahr, jedes Jahr, wieder aufs Neue, stand das Überleben der Behandlungszentren auf dem Spiel. Manchmal, um die Lage ein wenig zu schildern in den 70er und 80er Jahren, manchmal war die Gründung solcher Behandlungszentren fast skurril zu nennen. Da gibt es die Geschichte des chilenischen Ärzte-Ehepaares Corvalan. Selber politische Gefangene, selber Folteropfer, aber eben auch Ärzte. Die wurden von der Bundesrepublik Deutschland als politische Flüchtlinge aufgenommen, kamen nach Frankfurt, stellten fest, hier gibt es viele Menschen wie uns, wir könnten Hilfe brauchen, aber keine Fachleute in Sicht. Dann haben diese beiden Ärzte, die selber Folteropfer waren, sich mit Leuten von Amnesty International zusammengetan und haben einfach ihr eigenes Behandlungszentrum für Folteropfer gegründet. Müssen die Opfer sich halt selber helfen. Und das funktionierte. Man könnte fast von jedem der heute weltweit rund 200 Behandlungszentren in knapp 80 Ländern ähnliche Geschichten erzählen von mühsamen Anfängen. Aber gleichzeitig auch Geschichten von einem sehr, sehr zähen Überleben, einem zähen Sich-Durchsetzen in einer Gesellschaft, die sich teils nicht dafür interessiert, teils von dem schrecklichen Thema natürlich verständlicherweise abgeschreckt ist und teils sowas gar nicht will. Ich zögere etwas, das so direkt auszusprechen, aber so entsetzlich die Schicksale der Menschen sind, die diese maximale Form der Gewalt des Menschen gegen den Menschen erlebt haben, so hat diese ganze Entwicklung aber auch eine sehr, sehr helle Seite. Ich habe gerade erwähnt, heute gibt es etwa 200 solcher Behandlungszentren in rund 80 Ländern der Welt. Angefangen haben damit vier Ärztinnen, die hatten nichts weiter als den Namen einer großen Menschenrechtsorganisation im Rücken, aber sie hatten kein Geld. Sie hatten nur wenige Verbindungen, immerhin zu einem Klinikum in Kopenhagen, das ihnen entgegenkam. Und sie hatten es mit einem Fachbereich zu tun, der bisher kaum untersucht worden ist.
Dann haben sie halt die Ärmel hochgekrempelt und haben angefangen. Und daraus ist diese Bewegung entstanden. So ähnlich war das übrigens auch in Ulm. Das waren zwei Leute, eine Lehrerin und ein Künstler. Nicht Menschen mit Einfluss, schon gar nicht Menschen mit Geld, aber mit einer Beobachtung, nämlich dass es in der gesamten Region rund um Ulm, also rund 100 Kilometer drumherum, keine Versorgung für Folter- und gewalttraumatisierte Flüchtlinge gab. Da muss dann wieder die Zivilgesellschaft her. Da muss man sowas eben selber aufbauen. Und dann muss man eben selber auch wieder überleben. Finanziell. Denn sowas hält man nicht ewig ehrenamtlich durch. Da müssen ja auch die Fachleute ran. Bis heute muss die Mehrzahl der Behandlungszentren für Folteropfer in Deutschland, das sind inzwischen über 40, sich selbst finanzieren. Jedes Jahr aufs Neue. Immer wieder von vorn. Ja, inzwischen gibt es nach langen politischen Auseinandersetzungen Unterstützung aus den Bundesländern. Auch bei uns in Baden-Württemberg kommen Zuschüsse vom Land. In Ulm, inzwischen sogar von der Stadt Ulm. Das hat ganz besonders lange gedauert. Aber ohne die Hilfe von Spenderinnen und Spendern, ohne bürgerschaftliches Engagement, hätte es hier nicht funktioniert und würde es woanders auch nicht funktionieren. Und das ist die helle Seite. Denn dieses Engagement gibt es. Und auch der Beweis dafür, dass ganz wenige Leute, mal 4 in Kopenhagen, mal 2 in Ulm, mal 2 Folteropfer in Frankfurt, so könnte es jetzt ein Beispiel nach dem anderen werden, dass ganz wenige Leute ganz große Sachen schaffen können. Das ist die Erfahrung der Zivilgesellschaft unserer Zeit. Und das ist die Erfahrung der Menschenrechtsarbeit unserer Zeit. Die Erfahrung lautet, wir sind nicht zusammengesetzt als Gesellschaften aus dem berühmten kleinen Mann oder der kleinen Frau auf der Straße. Wir sind nicht hilflos. Man redet es uns nur manchmal ein, dass wir schwach sind, dass wir machtlos sind. Aber manchmal braucht es eben nur ein paar Leute und eine Idee und eine Notwendigkeit, nicht irgendeine Idee, ein Bedarf. Und dann können ganz wenige Leute, weil sie eben in Wahrheit nicht schwach sind, weil sie in Wahrheit eben nicht klein sind, was ganz Großes erreichen. Das ist die positive Seite. Das hilft den Patientinnen und Patienten vielleicht nur sehr begrenzt. Immerhin kann ihnen diese Hilfe heute angeboten werden. Und in 3/4 aller Fälle sagen Patienten nach einer Therapie oder während einer Therapie, dass sie jetzt wieder zurückfinden ins Leben. Das ist doch was.